André Poggenburg von Eintracht Trier gekommen. Du hast letztes Jahr zweimal schon gegen die Fortuna gespielt, zweimal gewonnen. Wurdest du trotzdem empfangen von der Mannschaft? Ja, jetzt, man hat sie bisher kurz die Hand gegeben, Hallo gesagt. Ich schätze mal, der intensive Kontakt wird in den nächsten 2-3 Wochen mit Sicherheit folgen. Also sehr kann ich nicht viel sagen, aber es waren alle sehr nett, ja. Mit Thomas Kraus ist ein ehemaliger Teamkollege mitgekommen. Hilft das bei der Integration in so eine neue Mannschaft? Ja, ein bisschen schon, weil der Krause kennt natürlich auch wieder den anderen und ich kenne auch schon den einen oder anderen. Wie gesagt, das ist nicht alles völliges Neuland, aber es ist natürlich schön, wenn man jemanden mitgebracht hat oder er mich mitgebracht hat, mit dem man schon 2 mehr oder weniger erfolgreiche Jahre zusammen hatte, klar. Du kennst die Regionalliga West ziemlich gut, die Vereine aus dem letzten Jahr noch. Wen schätzt du so als Top-Favoriten ein für die nächste Saison? Ja, ich meine, sowas ist schwer zu sagen. Wir sind am Anfang der Vorbereitung. Ich glaube, 6 oder 7 Wochen geht's los. Und ja, ich meine, das hat man schon öfters gesehen, Mannschaften, die groß eingekauft haben, meistens niemals direkt Erfolg haben. Von daher, sowas muss wachsen im Laufe einer Vorbereitung und noch weiter im Laufe einer Saison. Von daher halte ich es für mäßig, da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben. Okay, super, danke schön. Alles klar.